Hallo! So wie dem ging es mir gestern auch. Oder in den Worten von Lord Chex. Ich verabscheue es, hier zu sitzen, während andere kämpfen. Aber dieses Gefecht hätte ich um nichts in der Welt verpassen wollen. Wie ihr am Titel schon sehen konntet, ist mein PSN-Account gebannt. Wenn auch nur temporär. Da denkt man sich eigentlich nichts Böses und dann kommt man späten Nachmittag gestern am Montag online und stellt fest, der Account ist temporär leider nicht mehr zugänglich. Angeblich wegen Verstößen gegen die Community-Richtlinien. Und dass Details dazu in einer E-Mail sind. Und so schnell gehen wir jetzt schon zum Rant über den Sony Customer Service über. Ist das nicht herrlich? Jene ominöse E-Mail war nämlich leider komplett leer, hatte noch nicht mal einen Betreff, kam aber vom PSN etwa zu der Zeit, wo der Account dann auch entsprechend gesperrt wurde. Ich weiß also konkret nicht wirklich warum. Sonys Customer Service war da wohl zu unfähig zu, mir da konkrete Antworten zu geben. Ja, da bleibt nur noch Kopfschütteln übrig, das sehe ich ganz genauso. Ja, super, habt ihr toll gemacht, Sony, selbst die Dauer der Sperre ist mir unbekannt. Denn die hätte ebenfalls in jener ominöser E-Mail erwähnt werden sollen, was man leider auch irgendwie nicht geschafft hat. Zusammen mit allen anderen relevanten Informationen tatsächlich. Was heißt das jetzt für YouTube? Ich kann im Moment nicht gescheit Videos machen, so, da ich natürlich kein neues Destiny und kein neues GTA-Zeug aufnehmen kann. Dieses Video besteht demnach auch ausschließlich aus alten Clips, die ich noch auf Reserve hatte. Höchst ärgerlich auch für all die Leute, mit denen ich in dieser Woche noch spielen wollte. Daraus wird wohl nichts. Bedankt euch bei den Hurensöhnen bei Sony. Also gut, was heißt es sonst noch? Die einzigen Videos, die ich immer noch regelmäßig machen kann, sind Fallout. Denn Fallout ist zum Glück nicht online und für Fallout muss ich nicht ins PSN reinkommen, um das aufzunehmen und entsprechend hochzuladen. Ein kleiner Bonus, wenn auch nur eine Art Trostpflaster. Zone A ist sicher. Da ich leider bisher auch überhaupt keine Ahnung habe, wie lang denn die Dauer dieser Sperrung genau sein soll, wie schon gesagt, kann es überhaupt und generell entweder sich zwischen 24 Stunden, einer Woche, vielleicht auch einem Monat oder sogar 3 Monaten aufhalten. Das wäre natürlich letzteres auf jeden Fall sehr ärgerlich. In dem Fall müsste ich mir noch eine temporäre Lösung überlegen, um wieder zu meinem gewöhnlichen Videoflow zurückzukehren. So, für den Moment wollte ich einfach mal die Information rausgeben, warum ich nicht mehr online bin, also im PSN, warum ich im Moment entsprechend dann auch weniger GTA und Destiny hochladen werde, nur damit ihr euch nicht darüber wundert oder ich nicht ständig diese Kommentare kriege. Mehr Destiny, mehr GTA. Ja, ich würde ja gerne, aber leider nicht drin. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist dieser ganze Zustand an Lächerlichkeit ja kaum noch zu überbieten. Dass ich als relativ unbescholtener Spieler gebannt werde, während auch im Hinblick auf PlayStation 3 die ganzen Hacker-Glitcher und was weiß ich alles für scheiß Hurensöhne mit ihren Mods und gemoddeten Konsolen betreiben, was sie wollen. Oder der Umstand, dass diese verdammten Bastarde bei Sony so unfähig sind und nicht mal eine vernünftige E-Mail zur Begründung schicken sollen. Die Warnungen, die ich schon mal gekriegt habe tatsächlich, waren ja sowieso auch nur computergeneriert. Und in dem kleinen Stück der Nachricht, wo ein Angestellter von Sony hätte etwas hinschreiben müssen zur Begründung, sodass ich mein ach so ominöses Fehlverhalten verbessern könnte, haben sie einfach nur einen Punkt hingesetzt. Ja, so einen richtigen Tastaturpunkt. Einfach so. Sehr informativ. Ich glaube, wir sind hier einem tieferen Missstand auf der Spur. Nämlich, dass Sony seinen scheiß indischen Arbeitern, die dort für den Customer Service zuständig sind, nicht genug Geld zahlt und die vielleicht ein paar Cent mehr kriegen sollten, damit sie in Zukunft auch ihren Job erledigen. Überhaupt der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum ich hätte gebannt werden können, sind Beleidigungen. Was an sich schon ziemlich lächerlich ist. Ich neige zwar dazu, gelegentlich Leute zu beleidigen, aber das gehört für mich zu einem gewissen Slang oder Umgangston unter Spielern. Vor allem, wenn man sich im Spiel gegeneinander ein wenig aufregt. Ist jetzt nicht so ernsthaftes. Was meint ihr zu dem Thema? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und jetzt wisst ihr wenigstens Bescheid.